Sie wissen, dass am Sonntag die erneute Deadline ausgelaufen ist, wieder einmal, die sich die VerhandlungspartnerInnen gesetzt haben, also die Kommission auf der einen Seite und die britische Regierung auf der anderen Seite. Und ich möchte vor allem auf den demokratischen Aspekt hier fokussieren, weil es für das Parlament zusehends schwieriger wird, überhaupt noch in dem Prozess einer gründlichen Prüfung eines möglichen Abkommens, wenn es denn ein Abkommen gibt, einzutreten. Für uns als Abgeordnete erscheint das mittlerweile als Farce, einen Text gründlich prüfen zu sollen, der mehrere hundert Seiten umfasst, dessen Inhalt wir derzeit noch nicht kennen und für den wir dann insgesamt nur wenige Stunden oder Tage Zeit haben werden. Das ist eines Abkommens, das von der Kommission selbst als das erste Abkommen einer neuen Generation von Fairtrade-Abkommen bezeichnet wird, unwürdig. Das ist des demokratischen Prozesses unwürdig. Das ist der demokratischen Debatte, die wir nicht mehr organisieren können, unwürdig. Und das ist ein absolut inakzeptabler Zustand. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich davon überzeugt, dass ein Deal besser wäre als kein Deal. Und wir werden unsere Zustimmung bzw. Ablehnung zu einem möglichen Abkommen, so es denn zustande kommt, von den konkreten Inhalten abhängig machen und hierbei vor allem darauf fokussieren, dass die Standards, das heißt die Arbeitsstandards, Umweltstandards und Verbraucherschutzstandards gewahrt werden, dass es da nicht zu einem Dumpingwettbewerb im europäischen Binnenmarkt kommt, von dem wir am Ende alle nicht profitieren, sondern ganz im Gegenteil, durch den wir am Ende alle geschädigt werden. Das ist für uns eine Voraussetzung. Und die zweite Voraussetzung für unsere Zustimmung war immer und ist, dass das Withdrawal Agreement und das Irish Protocol umgesetzt wird, dass die One Ireland Economy gesichert wird, dass der Friedensprozess in Nordirland gesichert wird. Und gerade da in diesem Bereich hat meine Fraktion wirklich Großes geleistet in den letzten Jahren in der Zusammenarbeit mit unseren Kollegen aus Irland und Nordirland. Und ich muss sagen, gestern soll es ja ein weiteres Dinner gegeben haben, wo die Fraktionsvorsitzenden der sich selbst ernannten großen Fraktionen, das mag numerisch stimmen, aber politisch nicht immer, das mag numerisch der Fall sein, die großen Fraktionen sozusagen sich wieder mal mit der Kommission zusammengesetzt haben und das weitere Vorgehen beim Brexit besprochen haben. Dann will ich Ihnen sagen, dass das den Leistungen meiner Fraktion, und wir waren immer Bestandteil, sowohl der Brexit Steering Group als auch der UK Coordination Group, wir haben uns immer konstruktiv in den Prozess eingebracht, absolut unwürdig ist. Wir waren diejenigen, die sich eingesetzt haben für den Frieden in Nordirland. Wir waren diejenigen, die die One Ireland Economy verteidigt hat. Und dass wir an dieser Stelle so an den Rand gedrängt werden, nicht nur das Parlament, sondern auch meine Gruppe, ist völlig inakzeptabel. Das wird dem Zusammenspiel zwischen den Institutionen, zwischen Kommission und Parlament nicht gerecht. Das an die Adresse von Frau von der Leyen gerichtet. Das wird sie sich von mir aber auch noch persönlich anhören müssen.